Hey there fuckers, nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zieht euch einfach einen Screenshot von meinem kommenden Video rein und fangt an, in eurer WhatsApp-Gruppe über mich zu lästern. Thanks for your support. Was war denn das gerade? Hallo meine süßen Unicorns. Wegen jetzt dem Anfang von dem Video. Wundert euch nicht. Ich hatte ein bisschen was zu sagen zu so ein paar gewissen Leuten, die sich hier so meine Videos anschauen und in ihrer eigenen kleinen geilen WhatsApp-Gruppe da so ein bisschen so drüber herziehen. Da wollte ich einfach nochmal kurz mein Statement dazu abgeben, was ich so darüber denke, dass man sich über YouTuber halt lustig macht und selber, wenn man selber halt dazu nicht die Eier hat, sowas zu machen, ne? Also, ja, ne? Und ich möchte auch nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass man eigentlich partout nicht seinen Mittelfinger zu irgendwem zeigen sollte. So weise ich jetzt mal so darauf hin, so auf die jüngeren Zuschauer von euch. Das ist halt einfach nur meine Meinung, die ich jetzt mal ganz kurz loswerden wollte, bevor es jetzt hier mit dem richtigen Video gleich losgeht. Ich finde sowas Kindergarten, aber ja, wie gesagt, negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit, also von daher, thanks for your support. Gebt mir ordentlich einen Daumen runter und lästert in eurer WhatsApp-Gruppe, ich find's toll. Mit süßen 18 Abonnenten, ach nein, sorry, es sind jetzt 19 Abonnenten. Na? Pablo. Ich mach mein Ding weiter und wenn nur aus Hass diese Videos geguckt werden, dann oder sonst den negativen Freizeitstoff zum Lästern gibt, dann finde ich das geil. Ich werde auf jeden Fall mit weitermachen, für mich ist das eher so ein Ansporn und ich finde es geil. Also ja, und für euch süßen Zuckerschnecken, die ihr das guckt, weil ihr es guckt, weil ihr es toll findet, was ich da mache, geht's jetzt heute für euch Ladies geht's weiter mit dem Thema Wimpernwelle. Und ja, ich konnte halt nicht abfilmen die Wochen jetzt vorher, weil ich im Urlaub war. Und da war ich nicht zu Hause und reden konnte ich dann erstmal die Zeit dann auch nicht, weil ich unanständig war. Was heißt reden? Ich konnte schon reden, aber es hat mich halt gewisserweise nach einem Tag schon angestrengt und ich wollte jetzt auch in meinem Urlaub keine Videos drehen, weil Urlaub ist Urlaub und nicht Business, ne? Thema Wimpernwelle. Ja, was kann ich dazu sagen? Dazu kann ich sagen, das müsst ihr euch wie so eine Dauerwelle vorstellen für die Wimpern. Ja, und das geht mit so einem ganz einfachen Set, geht es eigentlich ganz, ganz nice. Ich hatte mir das gemacht, bevor ich in Urlaub geflogen bin. Ja doch, ich bin in Urlaub geflogen, ich bin schon geflogen, ja. Und ja, da zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert mit diesem Set, was ich gekauft habe. Das Ergebnis kann man hier noch sehen. Also, dass die Wimpern schön geschwungen sind. Ich hatte sie danach auch gefärbt. Ne? Und ja, die sind also quasi immer so geschwungen, wie sie jetzt geschwungen sind. Weil meine Wimpern normal sind ja nicht so extrem curled, sondern eher so gerade. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie das mit dem Set funktioniert. Werde es euch, wie gesagt, erklären.
Und nachher im Anschluss, nach diesem Erklärungsvideo, sage ich dann nochmal ein paar extra Sachen dazu. Also bis gleich. So, Schritt Nummer 1. Die Augenpartie muss fettfrei sein. Das könnt ihr mit so einem Micellenwasser machen, mit einem speziellen Gesichtswasser, mit einer NaCl-Lösung oder einfach ganz normal nur mit Wasser. Und ich benutze hier das Mini-Kit von Die Wimpernwelle. Und da zeige ich euch so ein bisschen, was drin ist. Also das Gel Nummer 1, das Gel Nummer 2, ein Holzstäbchen und diese Rollen, sage ich mal, wo die Wimpern nachher aufliegen. Ein Kleber und ein Pinsel. Ja, das ist alles schon mit drin. Und diese Rollen, die gibt es in verschiedenen Stärken. Und man muss für sich und seine Wimpern, ja, Länge, sage ich mal, um den besten geschwungenen Effekt zu erzielen, muss man quasi die richtige Größe finden. Für mich sind es diese Nummer 2 Röllchen. Das entspricht der Größe S. Es gibt es aber auch bis XL und bis XXL. Ja, für mich ist es einfach S, aber das muss man, wie gesagt, ausprobieren. Und ihr biegt diese selbstklebenden Röllchen in Form und bringt die auf eurem oberen Augenlid quasi an. Ich weiß, das sieht alles in dem Video ziemlich, ja, brutal oder komisch aus. Gerade wenn man mir immer so schön in meine Nase gucken kann. Aber ja, ihr müsst es einfach so ein bisschen in Form bringen und das dann so anbringen, dass ihr eure kompletten Wimpern dann gleich auf diese Rolle ankleben könnt. Das Ganze klebt ihr an mit diesem Rosenholzstäbchen und da ist es wirklich wichtig, dass ihr euch Zeit lasst, weil so wie die Wimpern auf der Rolle liegen, so stehen die auch nachher, wenn ihr mit dem ganzen, ja, Arbeitsschritt quasi fertig seid. So. Genau, also da müsst ihr richtig ordentlich bei sein. Und ihr könnt euch da mit den Wimpern auch so ein bisschen, wenn ihr so ein bisschen so einen Cat-Eye-Effekt haben wollt, müsst ihr die äußeren Wimpern einfach so ein bisschen so zur Seite ziehen. Wenn da so, wie ihr das jetzt bei mir seht, da in der Mitte so, wie gesagt, einige Wimpern so über Kreuz liegen, dann müsst ihr das auch richten, weil, wie gesagt, ihr geht dann mit dem ersten Gel drüber und dann mit diesem zweiten Gel, was in diesen Blistern war, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und das müsst ihr alles, da müsst ihr wirklich ordentlich und ganz genau präzise arbeiten. Da darf man nicht schlampern bei sowas, weil sonst sieht es nachher scheiße aus. Und dann ist auch noch wichtig, ich habe mich gerade zur Seite gedreht, um euch zu zeigen, dass die Wimpern so komplett an der Rolle dran kleben. Es macht jetzt nichts, wenn jetzt oben die Spitzen nicht komplett an der an dieser selbstklebenden Wimpernrolle da dran kleben. Das ist nicht so schlimm. Es muss halt dieses End- und das Mittelstück von der Wimper, das muss auf jeden Fall fest sein. Genau, und falls das nicht der Fall sein sollte, habt ihr so einen Kleber mit in diesem Set. Dann nehmt ihr ein bisschen auf den Pinsel auf und tragt es auf. So, dann habt ihr in so einem Blisterriegel das Gel Nummer 1. So ein Stück von diesem Blister, das muss euch für beide Augen reichen. Also so ein Gelpäckchen, das muss für beide Augen reichen. Aber das reicht euch locker, die füllen das wirklich großzügig ab. Und was ihr dann macht, ist, dass ihr das Gel vorsichtig auf, ja, wie erklärt man das?
Ihr müsst dieses Gel auf eure Wimpern packen. Und die Wimpern sind ja auf dieser selbstklebenden Rolle. Und ihr verteilt nur das Gel in der Mitte von euren Wimpern. Also nicht unten an der Wimpernwurzel, auch nicht oben bei den Wimpernspitzen, sonst kräuseln die sich nachher so hässlich, sondern nur auf dem Mittelstück der Wimper. Und da seid ihr echt, tragt ihr das großzügig auf. Ihr braucht keine Angst haben, das Zeug ist zähflüssig, also das kann nicht irgendwie in die Augen tropfen. Seid aber trotzdem bitte vorsichtig, falls ihr sowas euch selber macht, wie ich, dass ihr da nicht in die Augen mitkommt. Das Zeug, das Gel Nummer 1, das riecht ziemlich widerlich, muss ich sagen. Das riecht wie so Haarentfernungscreme, also ja, echt ekelhaft. Der Vorteil von so einer Wimpernwelle ist, dass das halt so ungefähr 6 Wochen die Wimpern so gecurlt sind. Hat den Vorteil, man muss dann so einen Eyelash-Curler nicht verwenden, ne? Also die sind immer so gecurlt und stehen immer so nach oben und sind wunderschön geschwungen. Und ich hatte das einmal im März ausprobiert. Das hatte mir das meine Kosmetikerin gemacht. Und jetzt habe ich mir so ein Set einfach gekauft und fand das halt richtig geil. Hier sieht man dann nochmal so eine genaue Anleitung. Das kriegt ihr in dem Set mit, wie ihr das anwenden müsst. Das erste Gel muss 12 Minuten drauf bleiben und das zweite Gel, das muss dann nochmal 8 Minuten drauf bleiben. Das seht ihr auch mal so die Angebotspalette von dieser Firma, was die da so alles haben. Das zeige ich euch nachher aber gleich nochmal. Und auch genau, wie ihr es ganz genau machen müsst. Also so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Alles ganz genau. Jo, wenn ihr das erste Gel habt einwirken lassen, nehmt ihr euch ein Wattepad mit Wasser und streicht euch das Gel von den Wimpern und richtet gegebenenfalls die Wimpern noch ein bisschen, wenn ihr meint, dass das sein muss. Und dann tragt ihr das Gel Nummer 2 auf. Das Gel Nummer 2 riecht nicht mehr so eklig. Ich finde, das riecht eher wie so Salzwasser. Und halt, wie gesagt, immer auf der Mitte von den Wimpern, ne? Von den Wimpernhaaren immer in der Mitte. Nicht am Anfang und nicht am Ende, ne? Weil sonst hört sich das so dumm. Was man über die Wimpernwelle vielleicht auch noch wissen sollte, ist, dass sie den Wimpern Farbe entzieht, weil die Wirkstoffe, die da drin sind, die entziehen dem Haar einfach ja Farbe. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich meine Wimpern nach dem Curlen färbe. Ne? Ich mache das sowieso, weil bei meinem rechten Auge die Wimpern blond sind und nicht wie bei dem anderen Auge halt schwarz. Aber dazu gleich noch mehr. So, da bin ich auch schon wieder. Also das war jetzt mal so, ja, gezeigt, wie man das quasi anwendet. Ich zeige euch das jetzt hier alles nochmal genau und in Ruhe. Also das ist dieses Mini-Kit von Wimpernwelle. Das gibt es bei Amazon und es gibt es im Friseurbedarf, Fachhandel, Online-Shop. Ist beim Friseurbedarf, Online-Shop-Laden billiger, da kostet es nur so 25 Euro. Und dann kommt noch Versand hinzu, aber es ist halt billiger wie in Amazon. Ich kann euch die Internetseite nochmal in der Description-Box, Infobox verlinken, wenn ihr wollt, wo ich das her hatte. Zu dieser Internetseite, wo ich bestellt habe, kann ich auch echt sagen, die hat einen Top-Versand. Also das war wirklich, ich glaube, einen Tag später, glaube ich, sogar schon da. Also ich hatte das bezahlt und einen Tag später war es dann da. Oder zwei spätestens. Aber die liefern halt echt schnell. So, was ist hier drin? Also wenn man das aufmacht, ist Folgendes drin. Also diese Blister-Sets sind diese Gele, die man quasi auf die Wimpern halt aufträgt. Einmal das Gel Nummer 1,
einmal die Skill Nummer 2. Genau, also ist absolut idiotensicher. Diese Holzstäbchen, wo ihr die Wimpern so mitrechnet. Und diese selbstklebenden Wimpernrollen. Da ist immer Stärke 3 und 2 drin. Ich brauche für meine Wimpern die Stärke 2, das hier ist Stärke 3. Das kann einem niemand erklären, welche Größe man da braucht. Man muss es erstmal schön lecker selber ausprobieren. Ich hatte auch erst die Nummer 3. Die waren für mich zu groß. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn man die benutzt, weil ja, es kann ja nichts passieren, bis auf dass die Wimpern nicht so intensiv geschwungen sind, wie man das gerne hätte. Aber man sieht trotzdem einen Unterschied. Jo. Aber man kann sich diese Sets hier auch einzeln nachkaufen. Also ich hatte hier schon 1, 2, 3, 4 hatte ich schon verwendet. Also weil ich da beim ersten Mal halt ausprobiert habe und jetzt, wie ich es euch gezeigt habe, habe ich das zweite Mal gemacht. Dann, was war noch dabei? Es war noch dabei dieser Pinsel. Zum Auftragen. Ja, schaut nicht auf meine Finger. Nee, ich böse Sammy. Und der Kleber. Was die empfehlen, dass man halt noch dazu kauft, ist von der Wimpernbandfirma selber. Die empfehlen halt noch, dass man diese NaCl-Lösung kauft. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Erstens, weil ich an diese NaCl-Lösung viel günstiger rankomme. Zweitens kann man das auch genauso gut fettfrei mit dem Garnier Micellenwasser kriegen. Oder mit einem nicht fettenden Toner. Es ist immer wichtig, dass es nicht fettend ist. Ihr könnt es aber auch einfach, wenn ihr so ein Wattepad mit Wasser feucht macht, könnt ihr das auch entfetten. Das ist wunderbar, das ist kein Problem. Ich zeige euch jetzt hier nochmal meine angefangenen Blister rein, dass ihr seht, wie viel das ungefähr ist. Die sind so von der, dass ihr mal seht, von der Grammanzahl steht hier drauf, dass es 0,25 Milliliter sind. Also es reicht euch dicke. Es schaut jetzt zwar vielleicht wenig aus, aber das reicht auch dicke. Ihr könnt da auf beide Wimpern das schön lecker dick draufpacken. Das ist kein Problem. Genau, also was ihr macht, passende Größe raussuchen, wenn ihr das schon wisst. Dann, die sind halt so richtig selbstklebend, ne? Also die müsst ihr auch immer bloß hier so an der Ecke anpassen. Biegt es euch in Form an die Wimpern, wie gesagt, dran. Dann erst Gel Nummer 1 und Gel Nummer 2. In diesem ganzen Kit ist auch noch ein Mittler, langsam, ich bediene gerade. 2x so eine Anleitung, wie ihr das genau machen müsst, also wie das ausschauen soll, wie es richtig ist, wie es falsch ist. Dass man das halt nicht direkt hier so bis da unten drauf klebt, sondern halt wirklich nur da, wo ihr jetzt halt den Lidstrich hinziehen würdet und ja. Und halt diese Warnhinweise sind dabei. Dann ist dabei die Gebrauchsanweisung. Also dass ihr erst das entfettet mit dieser vorgegebenen NaCl-Lösung. Dass ihr, da sind hier auch nochmal die Größen. Also ich werde mir vielleicht sogar, also dabei war ja bei mir die Größe 2 und 3. Mit der Größe 2 habe ich jetzt hier meine Wimpernwelle gemacht. Da fand ich das Ergebnis besser wie bei
bei der Nummer 2. Ich werde mir wahrscheinlich beim Friseurbedarf mal die XS holen, weil wo meine Kosmetikerin mir das mal gemacht hat, da waren die Wimpern noch mehr gecurlt und die kam mir irgendwie voll lang vor. Ich meine, sie sind ja nicht länger, es ist ja keine künstliche Wimpernverlängerung, aber ich glaube, dass XS für mich die bessere Größe ist. Ist halt auch beschrieben, dass ihr das in Form biegen sollt, wie ihr das richtig anbringen sollt. Also, wie ich schon gesagt habe, nicht hier so drauf, sondern da, wo ihr den Lidstrich ziehen sollt. Und dass ihr das dann mit dem Rosenholzstäbchen, dass ihr das alles da ganz ordentlich macht. Wie ich schon auch gesagt habe, dann mit dem Kleber, wenn da was nicht richtig ist. Und dass ihr dann das Gel in der Mitte von den Wimpern auftragt und dass ihr dann das eine, wie gesagt, nach 12 Minuten und das mit dann dem Wasser oder wie gesagt, dann, wenn ihr diese NaCl-Lösung kauft, dann wieder mit der NaCl-Lösung. Das Gel 2, das dann 8 Minuten und das dann vorsichtig abwischen, dass ihr dann diese Wimpernwelle habt. Und sie haben noch so, ja, ich sag jetzt mal Werbung, was sie sonst noch so für Produkte haben, so mit Mascara und ja, mit, was haben sie denn da eigentlich alles? Diese Spezial-Make-up-Entferner, falsche Wimpernserum. Das würde mich ja echt mal reizen, weil da sollen die Wimpern noch länger und dichter davon werden. Und ja, die verkaufen auch so Gel, Lidschatten, Gel-Eyeliner. Ja, da so ein tolles Zeug, was Frau halt so braucht. Dann vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr das euch mit dem Wattepad. Ich habe hier so ein Wattepad und ich habe das ja dann so gemacht, wie ihr gesehen habt, und dann habe ich das ja so weggestriffen. Ihr müsst bei dem Gel entfernen, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr dann nichts in euer Auge reinwischt. Das ist nämlich mir mal passiert beim ersten Mal. Brennt halt, ne? Brennt halt richtig fies. Von daher kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr das Wattepad so nehmt, könnt ihr es auch zweimal verwenden. Und weil wenn ihr es so macht, dann halt nur einmal. Das ist dann doof, ne? Deswegen macht das Ding nass, faltet es so in der Mitte. Ich mal dann hier so den Fingernagel wechseln. Und dann wirklich nur, wenn ihr das Röhrchen da halt habt, und dann wirklich nur so nach oben und wegstreifen. Am Anfang, wenn ihr das macht und dann alles abhabt, müsst ihr halt vorsichtig sein, wenn ihr dann diese Wimpernwolle wieder quasi ja, wegdreht, also abrollt von eurem Augenlid. Weil man kann sich damit halt auch ein paar Wimpern ausreißen. Also seid ihr echt sanft und so. Und wenn das halt nicht geht, dann macht lieber nochmal so ein Wattepad nass und durchtränkt es alles gut. Wenn ihr das dann alles gemacht habt und dann halt auch auf beiden Augen, dann ist es halt so, dass die Wimpern halt noch feucht sind. Und die sind dann zwar schon gecurlt, aber die so richtig aufrichten tun sie sich dann auch erst wieder, wenn sie komplett trocken sind. Das dauert halt eine halbe Stunde, sage ich jetzt mal so. Nur, dass ihr das auch noch wisst. Genau, was ist noch wichtig zu sagen? Ich muss dir kurz überlegen, weil ich bin zu cool, um hier so ein Sticker zu schreiben. Und ich schreibe mir so ein Sticker. Radadad, radadad, die Maschinen arbeiten. Sonst eigentlich halt nichts, Leute. Seid halt einfach vorsichtig, wenn ihr es macht, ne? Genau, ich habe dann nach der Wimpernwelle habe ich meine Wimpern auch gefärbt, und zwar hiermit. Dem leckeren Produkt aus der Drogerie. Swiss Opal. Was hat das gekostet? 5 Euro? 6 Euro? Für 12 Anwendungen. Da kann ich auch nochmal ein extra Video dazu machen. Ja, ich hatte mir das gemacht, meine Wimpernwelle gemacht am 31.
Eltern. August doch. Und jetzt haben wir den 22. September. Ich war den kompletten September eigentlich weg und die sind immer noch wunderschön geschwungen. Das hält so zwischen 4 und 8 Wochen. Je nachdem. Auf jeden Fall sind die Wimpern davon halt geschwungen und das macht halt ein viel besseres Ergebnis halt wie so ein Eilish-Color. Das ist the reason why ich das benutze, ne? Schönes Englisch, ne? Herrlich. Jo, das war's jetzt erstmal für heute, auch zum Thema Wimpernwelle. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen oder vielleicht hat es manchen auch nicht gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen Daumen runter. Das ist mir wurscht, wobei ich hätte lieber gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr schon einen Daumen runter gebt, dann schreibt doch auch wenigstens, warum es euch nicht gefällt. Ich meine, hallo, ich bin neu, ich weiß auch nicht alles. Ich habe auch nicht die super Hightech-Studio-Ausrüstung. Ich meine, ich bin nicht George Lucas, ne? Von daher schreibt mir das doch dann einfach ganz normal in die Kommentarbox rein, warum es euch gefällt oder warum es euch auch vielleicht nicht gefällt. Ja, vielleicht habt ihr ja ein paar schlaue Tipps für mich, warum, weshalb, wieso, was auch immer, ne? Und, mein Akatsuki-Martin und ich, wir gehen jetzt wieder. Wir haben nämlich eine Mission und zwar Mission nächste Folge vorbereiten, abdrehen und planen. Ansonsten, schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.